Jetzt lach nicht. Hallo und herzlich willkommen vom El Chorro. Wir sind hier bei wohl Andalusiens oder Spaniens bekanntestem Klettergebiet. Wir haben heute mal einen Tag frei vom Set. Wir müssen nicht drehen. Und das finde ich wirklich ganz schön. Und aus dem Grund sind wir heute mal klettern gefahren. Ein zweites Mal schon klettern gefahren. Traumhaftes Gebiet. Und ich stelle sie jetzt einfach mal kurz vor. Ich bin die Jud. Das hier ist die Tschnuf. El Tschnufo. El Tschnufo. Und was ist da unten, Schnufi? Da unten haben wir einen Stausee. Das ganze Gebiet von El Chorro hier, direkt an einem Stausee. Ganz spannend. Und das sind hier so typische Stalagmiten und Titen. Und so eine typische Sinter-Felsformation. Schon 3 Stunden klettern. Das machen die Hände fast nicht mehr mit. Ganz, ganz kaputt schon. Ganz aufgepiekst. Okay. Und ja. Warum bist du eigentlich hier? Eigentlich bin ich ja hier wegen den ewigen Helden. Wegen den ewigen Helden? Was heißt das denn? Da geht es darum, dass verschiedene Leistungssportler, also 10 an der Zahl, gegeneinander antreten in verschiedenen Disziplinen. Was müssen die so machen? Ja, zum Beispiel im Bereich Ausdauer müssen sie so eine Kugel, einen Berg raufschieben, wieder runterlaufen, wieder rauf, wieder runter. Oder im Bereich Strategie müssen sie sich platzieren, müssen kämpfen oder so. Nicht wahr? Ich habe alles verraten. Aber eins finde ich immer ganz toll, sie müssen zum Beispiel was machen, was jeder machen kann, nämlich einen Wandsitz und den möglichst lange halten. Oder einen Luftballon über Kopf halten, so lange wie möglich. Jetzt verrätst du uns ja schon alle Spiele. Stimmt, es sind über 30 verschiedene Wettkämpfe. Echt? Ja. Und dann? Wie wird man ewiger Held? Oh, hört es im Hintergrund? Da fährt gerade der Zug durch den Berg. Das ist cool. Man sieht ihn leider nicht. Nee. Deswegen gehe ich jetzt wieder auf dich. Alles cool. Dann fährt der Zug durch den Berg in El Chorro. Wie wird man jetzt ewiger Held? Ewiger Held wird man, indem man versucht, möglichst gut abzuschneiden bei den einzelnen Disziplinen und dann dementsprechend viele Punkte sammelt. Das bedeutet, der Erste in einer Disziplin, in einem Wettkampf, der kriegt immer 15 Punkte, der Zweite dementsprechend dann weniger und der Letzte kriegt einen Punkt. Und wenn jemand aufgegeben hat, also wenn er einfach nicht mehr konnte oder resignierte, der kriegt dann 0 Punkte. Und ist das tatsächlich schon vorgekommen? Ja, ist schon vorgekommen. Und naja, mehr wollen wir jetzt gar nicht mehr verraten. Okay. Und weißt du schon, wer ewiger Held wird? Nein, ich weiß noch nicht, weil morgen findet die letzte Kategorie statt. Ausdauer ist dran und dann scheidet nochmal einer oder eine aus. Und dann gehen wir mit 3 Leuten ins Finale. Das ist die große Überraschung, das weiß nicht mal ich. Und jetzt mal eine Frage, bist du auch ein Athlet? Ich bin kein Athlet. Warum nicht? Ich wäre gern ein Athlet. Oh. Ich wäre gern einer. Und was bist du? Ich bin keiner. Schade. Ich bin der Sportwissenschaftler und der Co-Moderator, in Anführungszeichen, von Ruth Moschner. Ah, die moderiert es? Ja. Die ist kein Athlet? Nee, die ist kein Athlet oder keine Athletin. Ruth Moschner ist die Moderatorin der Sendung.
Wo kennt man die denn noch bei Vox? Jetzt kennt man sie noch beim, oder durch das, wie heißt denn das? Kochduell oder, nee, Grill den Hänsler. Also sie moderiert aktuell Grill den Hänsler. Ich glaube, wir müssen aufhören, wir müssen weg. Ja, stimmt, wir müssen weg. Tschüss. Ja, tschüss.